Er saß mit dem Rücken zur Tür. Und immer, wenn die Tür aufging, fuhr er zusammen. Was machst du denn noch hier? Die machen Paris zu. Kommst du bald nicht mehr raus. Du kannst mir einen großen Gefallen tun. Du kannst die zwei Briefe für mich abgeben. Das sind für den Weidel. Weidel, der Schriftsteller. Und wohin? Marseille. Er suchte ein Hotel, etwas, wo er Ruhe finden, wo er sich verstecken konnte. Vous n'avez pas de titre de séjour. Mais je ne veux pas rester. Ça, il faut pouvoir le prouver. Je peux rester ici seulement si je peux prouver que je ne veux pas rester. Am Morgen würde er die Sachen des Dichters im mexikanischen Konsulat abgeben und vielleicht einen Finderlohn erhalten. Und dann, irgendwas wird sich auftun. Marie-Dol, l'écrivain? Oui, je suis un instant, s'il vous plaît. Die beiden Visa, eine Geldanweisung. Das muss ein Missverständnis sein. Es gibt keine direkte Verbindung nach Mexiko. Sie brauchen Transit. Und da sah er sie. Ihr schwarzer, eleganter Mantel, die feinen Schuhe, der müde Gang. Er hat mich vergessen. Ja. Mein Mann. Er sagte, er hätte durch die Scheibe geschaut und dann hätte sie aufgeschaut. So, als hätte sie gewusst, dass er dort steht. Sie hatten die Lager schon gefüllt und die Deportationen begannen. Jetzt rückten sie auf Marseille vor. Ich werde mich um dich kümmern.